Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Leaks Video. Der gute iLoot Games sollte den ein oder anderen von euch bekannt sein. Der hat ein richtig interessantes Item in den Gamefiles gefunden. Nennt sich, Moment, ich blende es einfach mal ein, Remote Banner Recovery. Er selbst bezeichnet es und ich würde es genauso als absoluten Game Changer bezeichnen. Was kann das Ding? Wir können es im Survival Slot tragen, zweimal stapeln und ihr könnt damit den Banner eures gefallenen Teammates aus der Deathbox aus einer gewissen Distanz wieder zurückholen. Aus welcher Distanz ist aktuell natürlich noch ein Stück weit unklar. Müssen wir mal abwarten, wann das Ding kommt, auch unklar. Aber es macht auf jeden Fall zwei Sachen. Zum einen ist Krypto noch ein Stück weit uninteressanter, wenn dieses Item kommt, weil mit seiner Drohne kann er relativ effektiv und schnell den Banner zurückholen. Und der mobile Respawn Beacon, wenn ihr einen habt, wird umso bedeutungsvoller. Wenn ihr noch ein Teammate dabei habt, weil ihr könnt ja nicht beide Sachen tragen, ist ja logisch. Ihr braucht mindestens ein Teammate, der einen mobilen Respawn Beacon hat und ein Teammate, der dann dieses Recover-Teil hat. Das ist extrem interessant und macht, denke ich, noch mehr in Apex Legends möglich. Spielweisen, Meta-Änderungen und so weiter und so fort. Vor allen Dingen fühlen sich vielleicht Leute, die dich gedownt haben, sicher, warte vielleicht an deiner Deathbox, mal gucken, ob die Teammates des Feindes kommen und wollen noch den Banner abholen, dann knallen wir die weg, bewegen uns nicht, zeigen uns nicht. Nix ist, wenn du dann diesen, wie nennt sich es nochmal, Remote Banner Recovery bei dir hast, kannst du unerkannt aus irgendeiner Distanz den Banner eben holen. Lange Rede, kurzer Sinn, das Item klingt für mich auf jeden Fall extrem interessant. Wie immer bin ich in den Kommentaren auf eure Kommentare logischerweise gespannt, was ihr davon haltet. Findet ihr es geil? Wäre es ein Gamechanger? Ja, nein, vielleicht. Haut gerne die Kommentarsektion voll. In welcher Weise ihr das Teil vielleicht doch nicht so effektiv findet oder vielleicht doch zu krass, zu mega, zu keine Ahnung, useless und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.